Ja, es ist das erste Schleswiger Bürgerfest tatsächlich, das wir hier feiern können heute. Es ist gemeint tatsächlich so als Dank an die Stadt Schleswig für ihre Bürgerinnen und Bürger. Und ich freue mich, dass wir dieses Fest auch zusammen veranstalten mit den beiden Schleswiger Bürgervereinen, dem Schleswiger Bürgerverein und dem Friedrichsberger Bürgerverein. Wir sind also drei Veranstalter heute hier. Wir wollten das ja schon im letzten Jahr anbieten, hatten es schon fast fertig organisiert, mussten dann leider absagen. Und umso größer ist natürlich die Freude im gesamten Planungsteam, dass wir das jetzt heute endlich machen können. Dass das Wetter mitspielt, dass Leute da sind, dass so viele Veranstalter oder Vereine, Verbände, Organisationen da sind, guter Zulauf, freut mich sehr. Ja. Ein Wort zu den Vereinen, Verbänden, wer ist das hier? Oh, das ist so vielfältig. Wir haben in Schleswig 170 Vereine, Verbände angeschrieben. Und unsere Organisationsleitung hat auch gesagt, sie hat erst beim Anschreiben gemerkt, wie viele verschiedene Möglichkeiten man überhaupt hat, in Schleswig sich in irgendeiner Weise zu betätigen. Also ich will gar keinen herausheben, aber wir haben die Bürgervereine, die ein Laserschießen anbieten. Wir haben das Theater, das eine Veranstaltung anbietet. Wir haben Chöre, die mitmachen. Wir haben verschiedene Vereine, Verbände, die Informationsveranstaltungen machen. Die Kirche ist dabei. Wir haben den Kartverein, wo Kinder Kart fahren können. Wir haben den Dampfclub dabei mit einer riesen Dampfwalze. Und also das ist so vielfältig. Das ist schon falsch, irgendjemanden zu nennen, weil es wirklich ein tolles Bundesprogramm ist. Was versprechen Sie sich als Bürgerverein von diesem Fest? Naja, unsere Bürgervereine und die Stadt Schleswig leben hier davon, dass die Menschen sich mit ihrer Stadt identifizieren und mitmachen. Und das Beste mitzumachen ist eben halt, Veranstaltungen zu organisieren, wo man sich ganz locker treffen kann, verschiedene Aktivitäten machen kann. Und wir wollen eigentlich damit das bürgerschaftliche Engagement eigentlich stärken. Was versprecht ihr euch von eurer Teilnahme hier? Wir haben keine großen Erwartungen. Wir finden es eigentlich ganz schön, dass wir nicht nur als Schleswig-Ruhr-Club auftreten, sondern, wenn ihr guckt, ist da auch noch die Bibliothek der Minderheit mit dabei und der Kulturverein mit dabei und der Sportverein dabei. Also wir wollen einfach Präsenz zeigen. Wir haben kein besonderes Ziel hier, sondern mehr so zeigen, dass es uns gibt. Frau Ross, warum sind Sie heute hier auf dem Bürgerfest? Weil Sie einen Fisch ersteigert haben? Unter anderem wollte ich natürlich einen Fisch ersteigern. Das war mein ganz großes Ziel. Aber ich denke, als Bürgervorsteherin einer Stadt hat man auf einem Bürgerfest dann sehr wohl auch was zu suchen. Und ich denke, es ist dann auch eine Pflicht, hier zu sein. Und es ist natürlich auch ein Vergnügen, hier zu sein, weil hier so viel los ist. Und ich bin ganz erstaunt, obwohl ich es eigentlich weiß, wie viele Schleswiger Vereine und Verbände es gibt, die sich hier eben auch präsentieren. Sie haben ja auch dieses Fest mit 10.000 Euro gesponsert, also die Ratsversammlung. Hat sich's gelohnt? Auf jeden Fall. Das kann man einfach so sagen. Es ist wirklich für die Bürger der Stadt Schleswig ein tolles Event. Für die Vereine ist es eine tolle Möglichkeit, sich auch nach den Corona-Jahren wieder zu präsentieren, vielleicht neue Mitglieder zu finden. Und es geht natürlich auch um den Spaß. Gerade auch für die Kinder wird ganz, ganz viel angeboten. Alles ist kostenlos, denn das ist ein schönes Angebot. Die Hälfte ist rum, jetzt fast das Fest ist. Ihr Fazit? Mein Fazit ist, das erste Bürgerfest ist ein Erfolg. Auch ein guter Erfolg. Ich bin mit der Resonanz gut zufrieden. Es könnte natürlich immer auch ein bisschen mehr sein, aber das muss ich erst mal rumsprechen in der Stadt und dann werden wir das wieder machen. Wird es ein zweites Bürgerfest geben? Ja, ich hoffe ja. Also das ist angelegt so, dass wir alle 2 Jahre ein Bürgerfest feiern wollen. Nun steht in 2 Jahren dieses Gebäude nicht zur Verfügung, weil es nächstes Jahr umgebaut wird. Da werden wir vermutlich eine andere Location suchen, dass wir das machen können. Das wird dann aber vermutlich ein Bürgerfest sein, was nur draußen ist und nicht drinnen stattfinden kann. Aber das werden wir hinkriegen. Alle 2 Jahre und dann wollen wir es gerne weiter wiederholen.